See this frowsy creature purr. It's Struwwel Peter. Klar, meine Damen und Herren, klar, es geht um unseren deutschen Struwwel Peter. Allerdings in einer ersten amerikanischen Übersetzung. Eine Übersetzung, die uns gleich zu Anfang lehrt, dieser Übersetzer kennt keine Furcht vor fremden Sprachen. Denn unser Vertrautes, sieh einmal, hier steht er, pfui, der Struwwel Peter, klingt dagegen fast lieblich. Der Übersetzer ins Amerikanische war Samuel Langhorne Clemens, uns allen besser bekannt unter seinem Schriftstellernamen Mark Twain. Er kämpfte sein Leben lang mit der deutschen Sprache, meist blieb er siegreich, doch das wollte er dann nie zugeben. Den meisten von uns, die wir als Kinder noch Bücher gelesen haben, ist Mark Twain allerdings am engsten vertraut als der Autor von zwei Romanen, nämlich von Abenteuer Tom Sawyers und von Huckleberry Finn. Das sind Romane, die wir gelesen haben, vielleicht weil sie spannend waren, vielleicht weil sie uns in eine fremde Welt beförderten, vielleicht auch nur, weil uns die Erwachsenen sagten, das seien tolle Bücher für Kinder. Und letzteres ist eine starke Untertreibung. Samuel Langhorne Clemens nannte sich Mark Twain, weil er 1858, da war er also Anfang 20, als Lotse eines Dampfbootes auf dem Mississippi gearbeitet hatte. In der Sprache der Seeleute bedeutete Mark Twain so viel wie alles klar, zwei Faden Abstand zum Grund. Ein Faden war ein Längenmaß und entsprach etwa 1,70 Meter. Übertragen genommen also genug Abstand zum Grund. Und mit Mark Twain, mit diesem Namen, hatte einer seiner Kapitäne die Berichte unterzeichnet, die an die Reederei gingen. Und als Twain Jahre später vom Tod dieses Kapitäns erfuhr, übernahm er den Namen. Er arbeitete gerade an der Westküste als Journalist und brauchte ein Pseudonym. Ein Name, der alles klar bedeutet und sich schon auf dem Mississippi bewährt hatte, kam ihm da gerade recht. So schreibt es der Autor in seinen Erinnerungen. Und diese Erinnerungen erzählen uns eine sehr viel packendere Geschichte als die dürren Forschungsberichte jüngerer Biografen von Twain. Die behaupten, der Ausdruck stehe für eine weit offene Rechnung in einer Bar. Ich erzähle Ihnen diese Anekdote in einer gewissen Ausführlichkeit, meine Damen und Herren, um gleich mehrere Themen einzuführen. Einmal natürlich das Motiv Twain als der große Erzähler, ein Erzähler, der noch aus der unscheinbarsten Anekdote eine mitreißende Geschichte spinnen kann. Und der natürlich keine Anekdote aus dem Wege geht. Zum Zweiten Twain, der Reisende. Erst auf dem Mississippi, später auf abenteuerlichen Wegen in den Wilden Westen, nach San Francisco, nach Hawaii, schließlich in den Nahen Osten und nach Europa. Und von überall berichtete er, als, wenn Sie so wollen, als Reiseschriftsteller, hemmungslos, subjektiv, gnadenlos, präzise und oft unendlich komisch, den naiven Amerikaner aus den Südstaaten gebend. Twain drittens, der Romanschriftsteller, der sich durch eben diesen Namen lebenslang mit jener Gegend am Mississippi verbunden hatte, in der er aufgewachsen war. Man könnte dann noch auf Twain den Erfinder, Twain den Spekulanten, Twain den Parapsychologen zu sprechen kommen. Doch begeben wir uns erst einmal an den Ort, wo er aufwuchs. Das war das Städtchen Hannibal im Staate Missouri. Hierhin zog die Familie 1839, als Mark Twain gerade 4 war, das 6. von 7 Kindern, und nur 3 der Geschwister überlebten bis ins Erwachsenenalter. Der Vater war Kaufmann und dieses Hannibal war eine aufstrebende Hafenstadt am Mississippi, erst 20 Jahre zuvor gegründet. Den Staat Missouri hatte die Union erst wenige Jahrzehnte zuvor den Franzosen abgekauft. Es war zum Streit gekommen, ob in diesem neuen Staat die Sklaverei praktiziert werden dürfte. Ja, sie durfte, zumindest bis zum Ende des Bürgerkriegs. Missouris Herz schlug auf Seiten der Südstaaten. Und das Herz von Mark Twain wohl auch jedenfalls für eine kurze Zeit. Ich habe auf Hannibal bezogen, eben das Wort aufstrebend benutzt. Auch das muss man in einer gewissen Relation sehen.
1830 zählt sie die Gemeinde ganze 30 Einwohner. 1850 waren es bereits über 2000. Das war mehr als ein Nest. Doch eine Metropole war es natürlich auch nicht. Die großen Städte lagen alle sehr weit entfernt, aber es gab den Mississippi und damit den Anstoß, die Nachrichten aus der Welt. Als Twain 11 war, starb sein Vater. Mit 12 kam der Junge in die Lehre. Erst als Gehilfe in der Druckerei, dann als Setzer und sehr, sehr früh schon als Journalist, als Beobachter der lokalen Szene und ganz besonders deren komischer Seiten. Hier entstand der Grundstock für die Materialien, die 20 Jahre später in Tom Sawyer und Huckleberry Finn verwendet wurden. Und das Städtchen Hannibal ist das Vorbild für jenes St. Petersburg, das wir in den beiden Romanen kennenlernen werden. Den berühmten Zaun der Tante Polly, den der junge Tom Sawyer von seinen Freunden streichen lässt, können Sie noch heute besichtigen. Naja, ob das ganz derselbe Zaun ist, wollen wir hier nicht weiter erörtern. Die Abenteuer des Tom Sawyers, meine Damen und Herren, das ist einfach ein Buch der Aufklärung. So sollte man es auch lesen und genießen. Aufklärung kann ja auch das wahre Vergnügen sein. Und zuvor wurden wir so kurzweilig und eindrücklich über die Welt der Kinder nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, über die kulturellen Unterschiede zwischen Nord- und Südstaaten, über das Los der Schwarzen und vieles, vieles mehr aufgeklärt. Sie erinnern sich an die Geschichte, meine Damen und Herren. Der verwaiste Tom Sawyer lebt bei seiner Tante Polly und ist im Gegensatz zu seinem Halbbruder Sid ein Tunichtgut oder, wie man früher sagte, ein Lausbube. Sein bester Freund heißt Huckleberry Finn, Huck gerufen. Ein Ausreißer, die Mutter ist tot, der Vater ein Trunkenbold. Die beiden Buben stellen so viel Unfug an wie möglich. Eines Nachts werden sie auf dem Friedhof Zeugen eines Verbrechens. Der böse Indianer Joe ersticht einen Arzt, der offenbar eine Leiche sezieren will. Danach drückt der böse Joe dem unschuldigen Landstreicher Muff Potter das Messer in die Hand, um ihm die Schuld zuzuschieben. Tom und Huck wissen um den wahren Täter, haben aber Angst vor diesem Indianer Joe, bewahren also Stillschweigen. Ein paar Tage später schließen sie, ihr Leben zu ändern und Piraten zu werden. Dazu stehlen sie ein Floß und kampieren ein paar Tage auf einer nahen Insel im Mississippi. Sie gelten als verschwunden und ertrunken, tauchen aber dann pünktlich zu ihrer Trauerfeier in der Kirche wieder auf. Jetzt werden sie zu guten Menschen. Tom bricht sein Schweigen über den wahren Mörder des Arztes und sie entdecken einen Schatz. Tom und seine kleine Freundin Becky verlieren dabei um ein Haar ihr Leben. Doch alles wird gut, selbst Reichtum stellt sich ein, da die Jungen den Schatz behalten dürfen. Nur Huckleberry Finn widerstrebt die bürgerliche Lösung. Haben Sie hier ein wenig Charles Dickens herausgehört, meine Damen und Herren? Ihr Ohr hat Sie nicht getrogen. Doch die Pointe ist der Erzählstil. Die ganze Geschichte wird aus der Perspektive von Tom Sawyer vorgetragen und eben auch in seiner Sprache oder doch weitgehend in einer Sprache, derer er sich bedient hätte, um Erwachsenen klarzumachen, was seine Sache war und was die ihre ist. Das ist nichts weniger als die literarische Entdeckung des, wenn Sie so wollen, autonomen Kindes in einem Abenteuerroman. Und um nur einmal anzudeuten, welche Abstände in der Wahrnehmung der Erwachsenen von Kindern möglich sind, vergleichen Sie die Erscheinung der gut erzogenen Alice, der Alice im Wunderland, das Buch war nur knapp 10 Jahre zuvor erschienen, mit Tom Sawyer oder Huckleberry Finn. Die Kinder waren übrigens fast gleichaltrig. Natürlich will ich hier nicht die zwei Bücher gegeneinander ausspielen. Meine Damen und Herren, ich liebe sie beide, Twain und Lewis Carroll, aus tiefem Herzen und mit vollem Recht. Ich möchte sie nur auf wunderlich auseinanderdriftende Erzähltraditionen aufmerksam machen, auf sozusagen gleichzeitig Ungleichzeitiges, wenn Sie mir diesen schwurbelnden Begriff kurz durchgehen lassen. Radikaler noch als in Tom Sawyer wird die Geschichte dieser Jugend dann später in dem Nachfolgeband in Huckleberry Finn erzählt.
Hier geht es nun um einiges grausamer, härter, zynischer zu. Huckleberry Finn ist auf der Flucht vor seinem Vater, der davon gehört hat, dass sein Sohn zu einem Schatz gekommen ist. Der alte Finn entführt seinen Sohn, dieser entkommt und täuscht dabei eine Mordtat vor. Trifft auf Jim, einen entlaufenen Sklaven, der einer Tante von Tom Sawyer gehört. Die beiden schließen sich zusammen, um flussabwärts nach New Orleans zu fliehen. Das wird zu einer Reise durch das Herz der Finsternis, denn die beiden begegnen Mördern und Betrügern, begegnen zwei Familien, die miteinander seit drei Jahrzehnten in Blutfehde liegen, begegnen all dem Schrecken jener Jahre, zusammengebraut aus Raffgier, Dünkel, Rassismus und vielen anderen ungustiösen Elementen. Am Ende kommt der Sklave frei, kommt Jim frei, doch die Inszenierung seiner Befreiung verschlägt dem Leser die Freude am Happy End. Durchatmen kann er in dem Roman meist nur dann, wenn ältere Damen auftauchen. Die sind fast immer freundlich. Wie gesagt, hier geht es viel härter, viel greller, viel unbarmherziger zu. Kein Wunder, dass Ernest Hemingway zu den großen Bewunderern dieses Romans zählte. Gerade das nur scheinbar schlicht Narrative, das auf die Dialektsprache des Huckleberry Finn zugeschnittene Idiom, behagte ihm und genauso behagte auch die Perspektive des Erzählers, dieses ungeschliffenen, die Segnungen der Zivilisation missachtenden Huck, dem allemal das Hemd näher ist als der Rock, wenn auch beide zerfetzt sind. Hemingway spricht in diesem Zusammenhang, wenn ich es recht erinnere, von der Geburtsstunde des amerikanischen Romans. Gut, das ist so ein Spruch, den man gerne loslässt, wenn man davon überzeugt ist, dass die nächste Station in der Entwicklung des amerikanischen Romans Ernest Hemingway heißt. Doch wenn wir diese Aussage ein wenig von Puder befreien, bleibt sicher die Einsicht, dass Twain ein entscheidender Wegbereiter der Direktheit, des ungeschminkten Tons und eben auch der, nennen wir es, der demokratischen Erzählweise war. Wenn der Autor es wollte, kam hier jeder zu seinem eigenen Wort. Allerdings kann man, muss man bei Mark Twain lachen. Und das kommt bei dem stets so angestrengten Hemingway selten vor. Auch vor diesem Humor sollten wir den Hut ziehen. Twain hatte ein fast biblisches Maß an Schicksalsschlägen zu verkraften. Es reichte vom familiären bis zum finanziellen. Gegen Ende seines Lebens schrieb er praktisch im Wettlauf mit den Forderungen seiner Gläubiger. Doch er schrieb nur ein ganz wenig bitter. An seinen moralischen Urteilen änderten diese Schläge überhaupt nichts, auch nichts an seinem Humor. Twain engagierte sich weiter für die Rechte der Frauen und gegen den amerikanischen Imperialismus auf den Philippinen, für die Gleichberechtigung der Schwarzen und gegen dumme Literaturkritiker. War er konsequent? Nein, nur in einem erträglichen Maße. Zu seinen herrlichsten Reisebeschreibungen zählen die Berichte aus Bayreuth von den dortigen Wagner-Festspielen. Seine erste Liebe zu Deutschland, wir haben anfangs darauf hingewiesen, gehörte der Figur des Struwwelpeter. Ein wenig von dieser Figur steckt eben auch in ihm. Das boshaft Widersprüchliche, die Gabe, die eigene Verzückung bei einer Vorstellung des Tannhäuser zu beschreiben und bald darauf zu überlegen, ob diese Oper nicht besser ganz ohne Sänger auskäme. Um dann sich selbst für die eigene Ekstase bestrafend zu sagen, Wagners Musik ist besser, als sie klingt. So viele Herzen schlagen ganz selten in einer Brust.